Die Verhältnisse können nicht bleiben, wie sie sind. Sie müssen sozial gerechter werden. Ich habe mich über 20 Jahre lang als Betriebsratsvorsitzende und als Gewerkschafterin für gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne eingesetzt. Gute Arbeit ist vor allem unbefristet, mitbestimmt und durch Tarifverträge geschützt. Ich habe für den Bundestag kandidiert, weil hier die Rahmenbedingungen für gute Arbeit gesetzt werden können. Und ich bin eine der wenigen mit tatsächlicher betrieblicher Erfahrung. Nur wenn wir die Erfahrung der Arbeitswelt mit den parlamentarischen Möglichkeiten verzahnen, gewinnen wir die Stärke, sie zu verändern. Es ist nichts anderes als das Versprechen, das Sie den Menschen auch mal gegeben haben. Nämlich, dass jemand, der sich jeden Tag abrackert, auch ein gutes Aus- und ein gutes Einkommen hat, gute Arbeit für alle, gut bezahlt, sicher und sozial abgesichert. Ich erwarte auch von dieser Bundesregierung, dass sie die Weichen für die Zukunft anders stellt. Wir brauchen Investitionen ins Bildungssystem. Das, was in dieser Pandemie mit Kindern und Jugendlichen passiert ist, das darf nie wieder passieren. Auch vor Ort unterstütze ich die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht mehr als Betriebsrätin, sondern als Bundestagsabgeordnete. Denn sie sind der Motor für Veränderung. Wir brauchen einen starken Sozialstaat, denn der hat uns durch die Krise geholfen, nicht der Markt. Wir brauchen eine starke soziale Stimme im Bundestag, damit die Verteilungskämpfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, sondern der Reichtum gerecht verteilt wird. Ich stehe für soziale Gerechtigkeit und für ein gutes Leben für alle. Deswegen am 26. September Die Linke wählen.